Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 29. August 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, durch den Mond, der jetzt im Schützen steht, und die Venus im Löwen haben wir zwei weibliche Planeten jetzt in Feuerzeichen. Was im Grunde bedeutet, dass hier der kreative Fluss stärker ist als sonst vielleicht üblich. Der Mond ja gestern Abend in den Schützen gelaufen, aus dem Skorpion. Hier wird er heute den Dienstag und morgen den Mittwoch verbringen und dann am Donnerstagvormittag in den Steinbock weiterlaufen. Aus dem Schützen heraus macht der Mond heute Morgen das zunehmende Halbquadrat zur Sonne in der Jungfrau. Das ist dann der Halbmond nach dem letzten Neumond, der im Grunde die Unterschiedlichkeit der Sonne- und Mondposition verdeutlicht. Warum ist das so? Die Sonne in der Jungfrau möchte die Dinge gerne ordnen, zweckgebunden verwenden. Ihr geht es um eine gewisse Rationalität, während der Mond im Schützen über alle Stränge schlägt, etwas ausufernd ist und sich wenig um die Realität kümmert, sondern mehr nach einer Vision sucht, die ihm die Realität erträglich macht. So geht es also auch für uns darum, die Seite von uns, der schnell langweilig ist, die im Grunde nach einem tieferen Sinn für unser Dasein sucht oder die auch nach etwas sucht, was die ganze Sache erklärt, der ganzen Sache einen Sinn gibt, in Übereinstimmung zu bringen, eben mit der Seite in uns, der es vor allem darum geht, den Alltag zu bewältigen, eine gewisse Struktur oder Ordnung in den Alltag zu bringen. Und diese beiden Seiten können halt miteinander korrelieren, gerade wenn es darum geht, ob man dem Vernunftprinzip oder dem Lustprinzip folgt. Das kann heute durchaus ein Thema sein. Merkur, weiterhin rückläufig, ist hier, er begibt sich langsam an die Zeichengrenze zwischen Löwe und Jungfrau. Hier weiterhin vorsichtig sein mit wirklichen Entscheidungen oder eben auch damit, dass wir uns für irgendeine Sache festlegen. Es gilt halt, die Dinge noch ein wenig offen zu lassen. Auch wenn hier vielleicht Mars im Löwen, Venus im Löwen etwas drängen, weil sie sozusagen Feuer haben wollen, weil sie die Dinge gerne klarer und direkter und entschiedener haben wollen. Heute um Mitternacht übrigens steht dann der Mond im Quadrat zu Neptun aus dem Schützen heraus, ein kurzfristiger Aspekt, der aber auch irgendwie verdeutlicht, dass wir heute in der Nacht sehr spirituelle Erfahrungen machen können oder aber auch versumpfen können. Morgen Nachmittag dann der Mond auf Saturn im Schützen, Saturn ja inzwischen wieder vorläufig. Da können wir einmal sehen, wie weit es mit unseren Strukturen, unserem Verantwortungsgefühl gegeben ist. Heute mit Mond im Schützen, wie gesagt, sollten wir etwas unternehmen, unterwegs sein, in Bewegung sein, sowohl geistig wie auch körperlich. Dann können wir das Beste aus diesem heutigen Tag machen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.